Vor einigen Jahren habe ich hier meinen Prepper-Vorrat vergraben, nämlich meine Notration. Hier im Wald, irgendwo hier. Und die graben wir jetzt aus und schauen, ob das heil geblieben ist, wie es ausschaut. Und da sage ich einfach, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Vor einigen Jahren habe ich hier am Kanal, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre es schon sind, diesen Prepper-Vorrat hier vergraben und den graben wir aus. Und zwar mit meiner Cold-Steel-Schaufel, billige Eigenwerbung, gebe ich dir den Link. Ich gebe dir auch den Link zu all anderen Produkten, weil wie immer ist das billige Eigenwerbung. Ich bin hier im Buschkräftareal auf altolab.at und ich darf das hier. Ich darf das. Bitte geh nicht und grab in irgendeinem Wald irgendwas ein. Aber ich darf das. So. Und auch kommen willst, schau auf altolab.at vorbei. Da ist es, genau da. Ha! Hey, war da jetzt der Regenwurm? Schau, das wäre doch auch gute Survival-Nahrung. Nur kochen muss man. Lassen wir. Schau am Reini-Rossmann-Kanal vorbei, da gibt es ganz, ganz viele Survival-Tipps, wie du auch den hier mampfen kannst. Wenn du dich für Krisenvorbereitung, Prepping und solche Sachen interessierst, dann komm zu meinem Oma-Listen-Newsletter. Da gebe ich da unten den Link und melde dich an. Und da gibt es immer wieder spannende Neuigkeiten, die wir hier auf YouTube und Wissensgeschichten natürlich, ja, Tipps und Tricks, die wir auf YouTube hier nicht veröffentlichen. Und schau da auch einmal vorbei, wenn das interessiert. Also. Ja. Ja, da ist es! Yeah! Und natürlich mache ich das Loch jetzt wieder zu. Ist klar, oder? Wir könnten eine andere Survival-Notnahrung da einpacken. Vielleicht, ich denke drüber nach, wir graben hier was anderes ein. Aber das gibt's in einem anderen Video. Zurück zur Technical Foodback. So, da haben wir's nun. Ich kann keine Beschädigungen sehen, finden, gar nichts. Ist alles noch ganz geblieben. Natürlich, dieser Henkel hier ist komplett angerostet. Ja, aber sonst sehe ich keine Beschädigungen. Auch irgendwelche Tiere waren nicht dran. Wildschwein oder ähnliches hat nichts mitbekommen, weil das Ganze halt einfach versiegelt ist. Wenn du sagst, okay, das Ding ist nicht ganz billig oder ist zu teuer, wie gesagt, ich gebe dir den Link auf Amazon, schau dir das an, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir selber Kanister besorgst und die vollfüllst mit Survival-Notnahrung. Kannst du natürlich auch tun, aber das ist halt hier die bequeme Lösung. Die ich aus. Riecht nichts? Ja, Reispudding. Soll ich mir den geben? Reispudding. Dann gibt es Nudeln und anderes Zeug. Aber jetzt insgesamt, ja, es ist ein bisschen Kondenswasser drin, aber sonst ist alles wirklich, wie neu. Wie neu. Hier habe ich, ich glaube, dass das Ameisenlarven sind, ja. Wobei, das weiß irgendjemand anderer sicher besser als ich, ja. Das kann schon sein, aber direkt über diese Lippe ist nichts eingedrungen. Ich sage, ein bisschen Kondenswasser, ein bisschen Feuchtigkeit, ja. Aber diese unten steht kein Wasser. Ja, ganz wieder Kondenswasser. Aber das ist dicht gewesen, das ist dicht gewesen. Und besonders, wenn du es auch original verpackt lässt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas reinkommt. Außenhülle, check. Innen, auch check. Aber was ist jetzt mit dem Futter? Ist das auch noch in Ordnung? Wie wird es schmecken? Ist ja doch schon ein paar Jahre drin. Das heißt konkret, Winter, Minusgrade. Und Hitze, ja. Wobei, es wird da im Wald natürlich nicht so heiß werden, aber Minusgrade auf jeden Fall. Wir haben das eigentlich extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Und darauf bin ich jetzt gespannt, aber dazu brauche ich heißes Wasser. Und das werde ich jetzt mir einfach kochen. Dazu werde ich diesen netten Titan 1,3 Liter Pot nehmen, den es auch auf Amazon gibt. Den habe ich auch schon einmal vorgestellt. Das Ding ist zu einem vernünftigen Budget zu bekommen, denn es gibt ja auch Systeme, die sehr, sehr teuer sind. Schau da mal auf meinen Kaufberatungskanal vorbei. Da geht es nur um Outdoor-Camping-Equipment. Schau da vorbei, gebe ich da unten beim ersten Kommentar und natürlich im Beschreibungstext den Link dorthin. Und ja, da gibt es mehr von dem Gedrödel oder Gerödel. Na, wurscht.
So, ich glaube, ich habe jetzt sogar zu viel Wasser eingefüllt, weil wie viel braucht man da? 200 Milliliter und da passt ja 1,3 Liter rein. Das ist ein bisschen zu viel. Na egal. Deckel? Was mir bei dem Ding fehlt, ist ein Ausgießer, weil das wäre noch cooler. Aber wir wollen über das hier sprechen. So, das Wasser hat gekocht. Es muss aber gar nicht kochen. Es muss nur ein bisschen warm werden für dieses Tactical Food Bag. Schreiben 70 bis 100 Grad. Also ein bisschen warm sollte schon sein. Kaltes Wasser, das verbindet sich nicht so gut. Aber das reicht schon. Wenn du dich für Survival-Tipps interessierst, dann schau beim Reini Rossmann-Kanal vorbei. Dort zeige ich dir unterschiedlichste Survival-Tipps. Zum Beispiel, wie du einen Grashandschuh baust. So, na, ich bin schon gespannt. Aufreißen. Wie neu, wirklich. Wie neu. Ich merke null, gar nichts. Dieser Absorber hier, da merke ich auch nichts. Dass der jetzt irgendwie ja, aufgebläht wäre. Ist auch alles normal. Ganz cool. Man kann ja. Das ja auch trocken naschen, aber. Ja. Das schmeckt halt nach gar nichts. Gut, dann ziehen wir das so auseinander, so wie es gehört. Mhm. Geht auch noch. So, dann kommt das Wasser rein und das habe ich auch schon vorgestellt und zwar am Kaufberatungskanal das Beef Jerky aus Finnland. Das hier kommt, glaube ich, aus Lettland oder Litauen oder Estland, irgendwie so einem baltischen Staat. Das kommt aus Finnland. Wenn ihr das interessiert, gebe ich da auch den Link auf Amazon und auf das Video. Und ja, jetzt werden wir da ein bisschen ein warmes Wasser reinfüllen. Hm, 200 Milliliter. Hm, so. Ist auch alles ganz normal. Ein bisschen umrühren. Es braucht mehr. Ein bisschen mehr braucht es schon. So. Ja, jetzt. Jetzt habe ich natürlich den Löffel nicht hier. Da muss ich halt ein Messer nehmen. Da, Messer ist ein Allzweckwerkzeug. Hier übrigens der Trail Pro. Schaut auf meiner Webseite vorbei. In meinem Shop. Auf 500 Stück limitiert. Ein kleines Bushcraft-Fahrtenmesser. Und ja, aber um das soll es ja alles hier heute nicht gehen. Es riecht schon nach Vanille und Himbeeren. Zumachen. Und dann schauen wir. Übrigens, von Tactical Food Bag gibt es auch Heatbags, das heißt, du brauchst gar kein Feuer, du brauchst gar kein Wasser heiß machen, sondern einfach die Mahlzeit in einen Heaterbag hineinstellen und ja, das Ganze wird von alleine warm. Macht zwar viel Müll, aber geht natürlich auch. Hui, heiß. Könnte man sich aber bei Minusgraden die Hände wärmen, aber das ist ein bisschen zu viel heute. 8 Minuten warten, auf die Uhr schauen und dann genießen. Während das jetzt so vor sich hin arbeitet, mag ich noch einmal dazu sagen, dass Tactical Food Bag sehr, sehr, sehr gute Nahrungsquelle bietet. Natürlich ist das Teil sehr teuer, das muss man einfach so sagen, weil es halt einfach Tracking-Nahrung ist. Und das habe ich auch schon einmal beschrieben. Das ist halt nicht unbedingt der perfekte Notvorrat, den ich mir einbunkere, damit ich daheim oder irgendwo in einem Lager leben kann. Die Idee hier ist ja eher in der Bewegung. Das bedeutet, ich habe nicht viel Zeit, ich kann da jetzt nicht groß herumkochen, groß herum irgendwelche Töpfe verwenden und hier habe ich ja wirklich alles. Ich brauche nur eine Wärmequelle und es gibt ja auch, wie gesagt, diese Heating Bags und einen Löffel und essen kann ich. Das heißt, das ist für die Bewegung und da ist natürlich diese Übung, die wir da jetzt gemacht haben, dafür, das irgendwo abzustellen, wo ich lagere. Dann weiß ich, dass ich jetzt hier in der Gruppe oder allein über Nacht bleibe oder einen Tag bleibe, um Pause zu machen und dann wieder weitergehe. Also für das hier ist das die, ja, die richtige Wahl. Ja, so sehe ich das. Wenn es das anders ist, schreib einen Kommentar. So, die Zeit ist um. Ich habe mir jetzt währenddessen einen Löffel geholt. Es riecht köstlich. Es riecht köstlich. Das ist übrigens der Titan Spork von Light My Fire. Einer meiner liebsten Outdoor-Löffel überhaupt. Ich rühre jetzt noch einmal um, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mit dem Messer wirklich hier in diesen Ecken hier, in diesen Ecken, da kann noch ein bisschen Pulver bleiben. Und damit das alles schön vermengt ist, ist halt der Löffel. Ja, Löffel ist
kein Messer und ein Messer ist kein Löffel. Aber mit einem Messer kann ich einen Löffel schnitzen, aber mit einem Löffel kein Messer. Ha, das sagst du. Reini, du bist so ein Philosoph. Oder so. Oh. Oh. Das riecht so nach Himbeere. Dieser Wahnsinn. Aber das war jetzt ein paar Jahre unter der Erde. Schmeckt wie damals. Also das hier, wirklich, das ist das Beste überhaupt. Ich merke keinen Unterschied, natürlich. Was kann jetzt sein? Also es ist nicht verschimmelt. Das kann einmal, also Pilze oder sowas, das würde man wahrscheinlich riechen. Was natürlich jetzt sein könnte, ist, das ist besonders, wenn man irgendwas eingekocht hat. Das ist da, es gibt dann sporenbildende Bakterien, wo die Sporen ein Problem sind. Ne? Aber ich habe mir sagen lassen, dass das anders riecht. Also auch beim Aufmachen. Das ist getrocknete Nahrung gewesen. Es war keine Viecher drin, keine kleinen. Und auch keine großen. Ich schmecke überhaupt keinen Unterschied. Das garantiert aber nicht, dass ich nicht morgen tot umfalle. Und wenn, dann zeigen wir das Video der Versicherung nicht. Nein, da wird gar nichts sein. Großartig. Experiment geglückt. Mein Reispudding mit Vanille und Himbeer schmeckt genauso wie damals. Die Box und auch die Nahrung hat die Jahre wunderbar überstanden. Und ja, jetzt bist du dran. Wenn du sowas haben willst, gebe ich dir den Link, wo du die bekommen kannst. Dass du mich und meine Arbeit unterstützen willst, Messer und all die Geschichten, weißt du. Und ich sag nur, besser Reispudding mit Vanille haben als brauchen.